Mario macht heute seine Mathe-Hausaufgaben. Okay, wie viel ist 7 minus 4? Boah, komm schon, Mario. Was glaubst du? 2? Bist du dir sicher? Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Maker 2 hier auf Katze. Community Level, es geht los mit dem ersten Level von Totian mit dem Titel Meine Hammershow für Katze. Und das finde ich schon mal besonders cool, weil es so selten Hammer gibt. Es gibt so selten Hammer-Level, die ihr gestaltet, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber umso mehr freue ich mich, wenn es mal wieder eines gibt. Aha. Tür in der Luft, ich hole mir einen Kasten heraus und dann ab geht's. Nächster Abschnitt, ja. Miauser. Ah, Moment mal. Den überrasche ich einfach mit einem Superstern. Na komm, zeig dich. Der hatte gar keine Chance. Und, ah, Moment. Ich nehme noch einen Stern mit Hopsoller. Jetzt haut er mir ab. Stehen geblieben. So, und ab durch die Tür. Wo geht es jetzt für uns weiter? Aha, Moment, wir müssen durch die Röhre, ich sehe schon. Dann schnappe ich mir doch den Extra-Pilz und dann ab mit uns. Oh, wie cool. K.TZE. Katze, ganz, ganz lieben Dank. Und sogar noch ein Herz in Form von Münzen. Das ist super lieb. Ganz lieben Dank, das freut mich immer riesig. Sehr, sehr schönes Level von Totian. Okay. Machen wir weiter mit dem Level von Darth Vader. Für Katze der beste YouTuber. Ganz, ganz lieben Dank für das Kompliment. Wollen wir doch mal sehen, was hier gestaltet wurde. Drei Goombas, die schon mal durch die Gegend spazieren. Und jetzt sind es drei Koopas. Mal gucken, was als nächstes kommt. Drei Monty-Maulwürfe oder irgendwas anderes? Aber hier gibt es eine Abkürzung. Ein kleiner Extra-Bereich. Okay, dann würde ich sagen, ab durch die blaue Röhre, schauen wir doch mal, was sich dahinter verbirgt. Wow, Bonusraum! Wow, sehr schön. Ganz, ganz viele Extra-Leben bekommen. Dann wieder zurück, durch die blaue Röhre und wir versuchen uns jetzt hier mal, ja, ein bisschen was zu sparen, indem wir einfach drüber fliegen, ganz frech. Okay, das sind wieder drei Goombas, die spazieren wahrscheinlich wieder zurück. Und die drei Piranha-Pflanzen machen uns nichts. Und da ist das Ziel. Sehr cool. Ganz, ganz lieben Dank. Das nächste Level ist von Katzen Amy. Frosch zwischen Stacheln. Liebe Amy, ganz, ganz liebe Grüße. Freut mich, dass ich mal ein Level von dir spielen kann. Und ihr seht schon, was das Prinzip ist. Ich muss hier als Frosch-Mario vorsichtig durchschwimmen. Oh, das ging schief. Das ging schief. Komme ich hier als kleiner Mario noch irgendwie durch? Oh, wow. Wie fair wurde das bitte gestaltet? Ganz, ganz lieben Dank, Amy. Sehr, sehr cool. Also selbst wenn man es hier nicht durchschafft, eine kleine Herausforderung bleibt. Man muss trotzdem schwimmen, aber man kriegt wieder ein Power-Up. Wie schon gesagt, das ist echt fair gestaltet. Und jetzt. Man kann es komplett als Frosch schaffen, aber ich bin da wahrscheinlich zu ungeduldig und versuche gleich durch diese enge, ja, durch diesen engen Weg zu schwimmen. Aber jetzt haben wir es geschafft. Schöne Idee. Was kommt als nächstes? Von Moritz XD26. 61 Level XD Sand and Snow. Hier geht es also um Wüste und Winter, um eine Eiswelt. Okay, wow, sehr verrückte Welt. Ich gehe da mal rein, in der Hoffnung, dass es richtig ist. Jetzt sind wir in der Eiswelt. Checkpoint. Und der kleine Wiggler, der will hier raus. Lass mich raus, lass mich raus. Ja, viel Spaß, ich muss aber weiter. Ich kann es leider nicht mit dir weitersprechen. Okay, schnell durch die grüne Röhre. Raus aus der Winterwelt, rein in die Sommerwelt. Uah, ziemlich enge Geschichte. Und durch die rote Röhre. Und dann landen wir irgendwo ganz hinten. Dann durch die blaue Röhre? Ich habe keine Ahnung. Von Röhre zu Röhre und da ist tatsächlich das Ziel. Wir haben es geschafft. Coole Geschichte. Weiter geht es mit Bobby, die Anführer. Oh, das klingt spannend. Okay, wo sind die Anführer? Wow, 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 wow. Okay, Pocky ist der Anführer. Und er hat eine Laserkanone in Form eines Mecha-Koopas. Gleich haben wir den Pocky aber besiegt, jetzt kriegt er aber auch noch den Rest.
Sehr schön. Mit dem Schlüssel geht es durch die Tür in den nächsten Abschnitt. Hier ist Rocky. Rocky, wie heißt er noch gleich? Rocky Schlüssel. Schlüssel-Heini. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der Schlüssel-Monty eben. So, den haben wir besiegt. Es ist nicht Monty, er heißt, glaube ich, heißt er nicht Rocky oder Rick? Egal. Nächster Abschnitt. Jetzt ist die Riesenbombe der Endboss. Okay. Die muss ich erst einmal befreien. Das mache ich mit dem P-Schalter. Und dann kriegt sie eine Bombe obendrauf. Und jetzt schnell dadurch, bevor die Bomben explodieren. Jetzt kommt Mutant Tyrannia. Das ist die Piranha-Pflanze mit den Flügeln. Die muss ich als nächstes besiegen. Und dazu brauche ich erstmal so etwas wie eine Feuerblume. Oh ja, perfekt. Da bekomme ich sie auch schon. So, zeig dich. Mutant Tyrannia. Piranha wollte ich schon was sagen. Und Kamek. Dich habe ich besiegt. Oh, aber, was? Ich muss doch irgendwie das Ziel erreichen. Okay, ich glaube, das geht nur mit Kamek. Weil Kamek muss ja die Steine verzaubern, sodass die Steine verschwinden. Okay, dann machen wir das mal. Ich glaube, Kamek kann diese dunklen Steine auch verschwinden lassen. Wir gucken mal, ob das funktioniert, was ich mir da vorgestellt habe. So, hin und her. Und da sind wir wieder. Kamek, jetzt komm. Lass die Steine verschwinden. Und? Ah, nicht den Pilz. So. Ja, das funktioniert. Da kam sogar ein Fisch raus. Aber berühre mich bitte nicht. Gut gemacht. Noch ein kleines bisschen, dann komme ich ins Ziel. Weiter, Kamek. Du machst das klasse. Ja, na warte, Mario. Ich treffe dich. Ja, wollen wir doch mal... Kamek, du hast das Ziel verschwinden lassen. Ohne Ziel komme ich aber nicht ans Ziel. Oh, nee. Du Witzbold. Jetzt muss ich nochmal zurück. Aber verschwindet dann das, was er schon verschwinden lassen hat? Wir gucken gleich mal. So, Pilz und... Nein, die Axt ist wieder da. Okay. Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Zack, Kamek lässt einfach das Ziel verschwinden. Aber jetzt haben wir es geschafft. Oh, wow. Wie lustig. Sehr, sehr lustig. Sehr cool. Okay, das nächste Level ist von Katzeboy. Hi Katze, sammle alle 1-Up-Pilze, insgesamt sind es 12 und erreiche das Ziel. Alles klar, jetzt bin ich ausgestattet mit der Katzenglocke. Übrigens, falls ihr auch ein eigenes Level gestaltet habt, schreibt das gerne in die Kommentare und vielleicht spiele ich es ja dann bereits beim nächsten Mal. So, dann schaue ich mal, wo können diese 12 1-Up-Pilze denn sein? Vielleicht hier irgendwo? Das sieht spannend aus. Okay, mit dem Powerblock entfernen wir alle Blöcke. Gar kein Problem. Kann ich da irgendwie hochklettern? Ah, jetzt habe ich sogar meinen Powerblock verloren. Okay, ich hoffe mal, dass es da nicht weitergeht. Was ist hier in der grünen Röhre? Oh, da sind die 1-Up-Pilze. Perfekt. Jetzt habe ich alle 12 Pilze. Jetzt muss ich nur noch das Ziel finden. Oh, hallo, meine alte Blechbüchse. Na komm, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Yeah, geschafft. Mit dem Schlüssel komme ich hier raus und kann durch die grüne Röhre. Okidoki, jetzt sind wir wieder draußen und dürfen... Oh, und kommen sofort ins Ziel. Sehr cool. Interessant auch das mit dem Bulli am Schluss. Vor allem auf den Donutblöcken. Spannende Sache. Weiter geht es mit Neo 13. Tyrannei von Bowsers Armee. Oh, wow, okay. Da unten haben wir schon mal einen... Ist das ein Galumba? Nee, das sind diese anderen. Gumberts. Ach, keine Ahnung. Ein roter Koopa, Piranha-Pflanzen, Monty Maulwurf, Worms. Und ich muss, wie es scheint, durch diese rote Röhre. Ah, hallo, Iggy. Iggy, mein Freund. Na, alles gut bei dir? Oh, der hat sogar den Kugelwilli umgehauen. Nein. Oh, nochmals auf mich zugesprungen. Aber mit dem Schlüssel komme ich hier durch und kann fleißig Münzen sammeln. Doch hier ist Vorsicht geboten. Hier sind auch noch ein paar Geister. Ja, alles gut. Alles mit der Zeit, nur nichts überstürzen. Okay. Mhm. Ein paar Knochen trocken.
Aber auch die machen uns keine Angst. Und da ist eine 10er-Münze. Komm, die hole ich mir noch. Und dann geht's hier raus. Durch die rote Röhre, rein in das nächste Hindernis. Oh, hier muss ich perfekt springen. Und dann mich... Aha, da sind wir wieder. Sehr interessante Bauweise. Oh, jetzt muss ich rote Münzen sammeln. Okay, ist da vielleicht noch eine? Nee, da nicht. Dann da oben. Aha. Da sind die letzten zwei. Und zack, ich habe einen weiteren Schlüssel. Und ich krieg gleich ein Power-Up. Dieses Super Mario Land Power-Up. Da kommt ein Bum-Bum-Turm auf mich zu. Wow, Vorsicht. Na, direkt in die Stacheln reingesprungen. Na, das hätte mir nicht passieren sollen. So, und jetzt habe ich dich erledigt. Und Vorsicht, jetzt kommen Steine. Die kommen einfach mal heruntergeprasselt. Wenn ich mich beeile, passiert mir aber nichts. Und dann ist alles gut. Montys, Montys, Montys. Da, das Ziel schnell. Ja, geschafft. Auch ein cooles Level. Hat mir gut gefallen. Weiter geht es mit dem Level von Lloyd. You will fail. Du wirst verlieren. Oh, was ist das denn? Okay, ich bin gespannt. Und wo kommen wir jetzt raus? Oh, na toll. Das heißt, im Vorraum muss irgendwas sein, was ich erledigen kann. Oh ja, da. Da kommt eine Stachelkugel herunter. Vorsichtig drüber springen. Und dann geht's da oben weiter. Ein Goomba! Und der Goomba schenkt uns einen Schlüssel. Geht's dann... Oh ja, hier geht's weiter. Okay. Wir krabbeln mal nach oben. Dann geht's hier weiter und... Ich wusste gar nicht, dass man solche Level über Kopf bauen kann. Wie macht man sowas eigentlich? Naja. Oh, da werde ich ausgelacht. Ja. Ja. Muss ich das überhaupt zerstören? Ist da irgendwas Wichtiges dabei? Zumindest ist ja hier schon das Ziel. Okay, dann zack und geschafft. Interessant. Sehr interessantes Level. Weiter geht es mit Luca Jakob, Lava Fit 2. Oder Lava Fit 2. Okay. Okay, das kam unerwartet. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen langsamer ein Level angehen. Hier steigt die Lava auf und ab. Wir müssen also rechtzeitig immer irgendwo weiter oben sein, um uns zu retten. Achtung, Entschuldigung, ich habe dir leider deinen Panzer weggeschmissen. Mein lieber roter Cooper. So. Reicht das zeitlich noch? Ja. Knappe Kiste. Oh. Jetzt habe ich den Arm auch da reingeworfen. Mensch, Mario, lass doch die armen Gegner in Ruhe. Jetzt kann ich hier schon weiter und in die grüne Röhre. Fühlt sich an wie ein klassisches Mario-Level, welches auch in einem Mario-Spiel sein könnte. Deswegen ganz, ganz großes Lob an dieser Stelle schon mal. So, angenehmer Schwierigkeitsgrad. Knifflig, gerade mit diesen Förder- oder Laufbändern, aber nicht zu schwer. Deswegen, wie schon gesagt, für mich fühlt es sich an wie ein Level aus einem echten Mario-Spiel. Also von den Entwicklern gebastelt. Cool. Und wir haben es geschafft. War eine sehr, sehr schöne, ja, schönes Lavaschloss, um es mal so zu sagen. Sehr toll. Ab durch die Tür. Und das nächste Level wartet auf uns. Von Marlon Toad. Goomba Forest. Marlon Toad, du hast mir ja deine Baumeister-ID gegeben. Ich habe mir jetzt mal dieses Level rausgepickt. Das fand ich vom Titel ganz interessant. Unsere Aufgabe, besteht darin, dass ich 10 Goombas besiegen muss. Und ja, bisher sieht es ganz gut aus. Wir sind ja nicht umsonst im Goomba Forest. Also im Goomba Wald. Hier sind so viele Goombas unterwegs, dass ich jetzt schon 8 von 10 besiegt habe. Und, hepp. Alles gut. Oh, da ist das Ziel. Mir fehlen aber noch 2 Goombas. Sind die vielleicht hier? Hier im Untergrund. Da ist schon mal einer. Oh, und da ist der zweite. Na, kommt her. Ich lock euch an und dann zack. Ausgetrickst. Und ausgetrickst. Und somit habe ich meine Goomba-Aufgabe gemeistert und kann nun Richtung Ziel laufen. Los geht's, Mario. Und hepp. Ein extra Leben. Wobei die Leben gar nicht relevant für uns sind. Nicht für Community-Level zumindest. Weiter geht es mit Matti0814. Bestes Level, sagt er. Okay, wir haben es hier mit dem besten Level zu tun.
und haben hier einfach mal sehr, sehr coole Mario-Musik. Also Mario-Kart-Musik. Frosch und Wolke. So, und wo geht es jetzt? Aha. Für mich geht es als Frosch also hier jetzt unter Wasser weiter. Interessant. Und super spannend. Ah, ja, okay, ich sehe schon. Ich muss 2 Münzen sammeln, um durch die Tür zu kommen. Hinter der auch ein Schloss steckt. Oder da ist ein Schloss. Die Tür kann ich nur mit einem Schlüssel öffnen. Doch dazu fehlt mir noch die 2. Schlüsselmünze. Wo kann sich diese bloß befinden? Hier oben vielleicht irgendwo? Nee, Fehlanzeige. Ich muss nochmal nach unten. Also schön die Clownkutsche runterdrücken. Und dann hier dazwischen schwimmen. So. Boah, okay, ganz, ganz vorsichtig schwimmen. Oh, ich muss kurz abspringen. So, den Schlüssel habe ich schon mal. Die Clownkutsche kann ich noch ein bisschen mitnehmen. Jetzt muss ich hier nur ganz, ganz vorsichtig... Nein! Nicht nochmal da rein. Ich muss doch da jetzt vorbei. Wobei, streng genommen brauche ich die Clownkutsche gar nicht mehr. Ich komme ja mit ihr sowieso nicht durch die Tür. Dankeschön, liebe Clownkutsche. Mach's gut. Und jetzt... Boah, was für eine riesige Feuerwalze. Vorsicht. Uah. Ich glaube, ich schwimme ihr einfach mal hinterher. So sollte mir nichts passieren. Und durch die rote Röhre. Wo sind wir denn jetzt? Guten Tag. Oh, Bowser Jr. Und Baby Bowser. Moment, Moment. Ich hole mal den Stern. Vielleicht habt ihr einen Schlüssel oder sowas. Vielleicht brauche ich da was. Nö. Beide haben nichts. Interessant. So, brauche ich die Feder oder brauche ich die Feuerblumen? Und, oh nein, ich habe gezögert in der Luft. Habt ihr es gesehen? Sonst hätte ich diesen Sprung wahrscheinlich gemeistert. Na gut, auf ein neues. Nicht so schlimm. Diesmal hole ich mir am besten gleich mal das Tanuki-Kostüm. Zumindest den Tanuki-Schweif. So kann Mario zumindest mal fliegen an der Stelle. So, die zwei muss ich nicht besiegen. Das habe ich jetzt schon gelernt. Aber jetzt kann ich hier rein, oder? Ja, da ist sogar eine Röhre. Und, oh, was ist das hier? Eine Koopa-Party. Niu, niu, niu. Cool. Und dann geht's da weiter, bis wir das Ziel erreicht haben. Geschafft. Weiter geht es mit Grigorius, mit Grigi. Mathe-Test. Oh, Mathematik in der Klasse A1. Okay, Achtung, ihr müsst mitrechnen. Ihr seht die Wolken. 2 plus 3 ist wie viel? Wie viel ist 2 plus 3? 5 oder 6? Je nachdem, für welche Zahl ich mich entscheide, in die jeweilige Glasröhre muss ich. 2 plus 3 ist natürlich 5. Aha, das war richtig. Ich bekomme einen Schlüssel und kriege noch eine Münze. So, jetzt geht's hier weiter. Und somit komme ich zum nächsten Mathe-Test. Das war A1, jetzt kommt A2. Was für eine coole Idee. Ganz, ganz großes Lob schon mal. 7 minus 4 ist... Ihr müsst mitrechnen. Wie viel ist 7 minus 4? 7 minus 4 ist natürlich 3. Das heißt, durch die rechte Glasröhre und wir kriegen Schlüssel Nummer 2. Da gibt es noch eine Münze. Und durch das Rohr. So, nächste Matheaufgabe. Es wird ja immer schwieriger. A3. Aufgabe A3. So. Wie viel ist 8 plus 8? 15 oder 16? Was glaubt ihr? Wie viel ist 8 plus 8? Ja, die Katzen-Community weiß es natürlich. 8 plus 8 ist 16. Das heißt, auf der rechten Seite müssen wir durch die Glasröhre. Und da ist Schlüssel Nummer 3. Sehr gut. Hier gibt es noch eine Münze, die nehme ich mal mit. Das ist wahrscheinlich immer so eine Art Trostmünze. Ja, sei nicht traurig, hier hast du wenigstens eine Münze. Aber wir sammeln ja die Schlüssel. Und Aufgabe A4. Wie viel ist 5 minus 5? 0 oder 1? Natürlich ist 0 richtig. 5 minus 5 ist 0. Und zack, Schlüssel Nummer 4. Und durch die Box. Oh, was steht da? Ergebnis. Cool, sehr, sehr cool gemacht. Wirklich richtig, richtig gut. Ergebnis, aber was ist denn jetzt mein Ergebnis?
bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Muss ich da in die Box reinspringen? Nee, oder? Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen verunsichert. Nicht, dass ich jetzt da unten in die Tiefe falle. Oder muss ich da sogar... Ach so, da ist der Boden. Okay, habe ich nicht gewusst. So, mit unseren 4 Schlüsseln geht es jetzt höchstwahrscheinlich hier vorne weiter. Okay, von Tür zu Tür, oder? Und da gibt es noch so Zauberkästen. Was passiert, wenn ich da durchlaufe? Und so wird das Ergebnis bestimmt. Je mehr Schlüssel ich habe, desto höher komme ich am Fahnenmast. Das ist eine coole Idee. Und dann haben wir noch ein Level von Brad. Das ist jetzt kein Community-Level. Habe ich aber ausnahmsweise mal reingenommen. Hat sich Nintendia gewünscht oder mir empfohlen. Und hier wird praktisch der ganze Mario-Kinofilm in Form von mehreren Mario-Maker-Leveln nachgebaut oder wurde nachgebaut. Und das hier ist der Abschnitt, wo Mario, falls ihr den Kinofilm gesehen habt, wie Mario in die Pilzwelt kommt. In Brooklyn steigt er nämlich in die Kanalisation ab und landet dann eben genau hier in der Pilzwelt. Was noch alles passiert, das mag ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten, da der Kinofilm erst vor kurzem rauskam und wenn ich mich richtig entsinne oder wenn ich richtig informiert bin, auch noch im Kino läuft. Deswegen werde ich euch jetzt zur Geschichte natürlich an dieser Stelle nichts mehr erzählen. Aber ihr könnt das Level einfach mal genießen, genauso wie ich das tue. Und alle, die den Kinofilm gesehen haben, die können ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Level findet. Sagt ihr, ja, das kommt gut hin mit dem, was gezeigt wurde, oder sagt ihr, nee, also irgendwie sieht das ganz komisch aus. Ich weiß nicht, an welcher Stelle das im Film vorgekommen sein soll. Da wir vorhin eine Matheaufgabe hatten, gibt es hier das Video, wo Mario Mathe-Nachhilfe nimmt. Schaut euch das Video unbedingt an. Bleibt katztastisch!